Bumm drauf. Können wir das markieren? Einfach hier. Deswegen würde ich euch vorschlagen, Leute, wenn ihr auch angeln geht, nehmt einfach so einen Schießtacker mit. Lukas Vlogs. Red mir nochmal in die Kamera. Hi! Hallo Leute! Hallo Leute! Hallo Leute, ich begrüße euch wieder zu einem Vlog. So, wir fahren heute wieder angeln. Geht wieder los. Wir sind jetzt hier am Teich angekommen und hoffen, dass wir einen Platz bekommen, weil ist immer nicht so ganz einfach. Es ist, morgen ist ja Feiertag. Wir sind hier einen Tag in hier vor Himmelfahrt, Jesus. Und da ist ja frei. Und deswegen ist der Teich hier voll. Im letzten Video, kennt ihr ja, ne, war ich mit Kevin ja auf dieser Ecke. Heute sind wir zu dritt. Das heißt, wir brauchen einen größeren Platz. Mal sehen. Also wir haben einen Platz gefunden. Basti ist begeistert. Rote raus. Der Spaß beginnt. Ja. Hier ist ein bisschen Platz. Hier ist auch so, wir haben hier so einen kleinen Privatstrand. Ah, da ist Kevin. Kevin ist da. Ja, also ich glaube, das ist nice. Los geht's. So, wir haben aufgebaut. Wir angeln jetzt hier auf Köderfisch mit 1, 2, 3, 4 Ruten. Mit 4 Ruten angeln wir auf Köderfisch. Wir haben dafür auch Kescher ausgelegt, falls wir was fangen. Also da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Für den Fall, dass wir ein Rotauge fangen, ne? Ist wichtig. Naja, und sonst ist natürlich die Devise heute wieder, wir werden einen Zander fangen. Oder zwei. Ich hab hier diese komische Sonnenbrille auf. Die werdet ihr dieses Jahr noch öfter sehen. Das ist eine Polarisationsbrille. Ich polarisiere. Und ich zeige euch mal, wie geil das ist. Man kann halt wirklich einfach ins Wasser gucken. Also, ne? So. Kann man das sehen? Ich weiß es halt nicht genau. Ja, keine Ahnung, ob das klappt. Aber ist geil. Also sieht ein bisschen Panne aus, weil es jetzt so eine viel zu große Sonnenbrille ist. Aber man kann gutes Wasser gucken. Und es gibt die auch noch in deutlich hässlicher. Aber ihr könnt euch vorstellen, was Anglerleute für Brillen tragen. Wie komme ich denn da jetzt unter den scheiß Baum? Du wirfst ganz weit dran vorbei. Rote raus, der Spaß beginnt. So. Oh. Oh ja. Wenn wir hier nichts fangen sollten, kann man hier so viel ernten, weil hier ist alles voll mit fucking Claytonia, Kuba-Spinat. Kann man alles essen. Alles essen. Essen, 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 essen. Oh, da ist ein Sonnenuntergang. Sehr schön. Ne, nice. Also Claytonia. Und hier ist auch noch Sauerampfer. Mega. Ich weiß ja leider nicht, ob die Leute hinpinkeln. Deswegen kann ich den jetzt nicht. Oh, wobei, guck mal, ein frisches Blatt. Mega sauer. Sauerampfer ist mega sauer. Oxalsäure. Disgusting. Wir angeln jetzt komplett auf Raubfisch. Wir haben hier. Meine Route, da ist die Pose irgendwo. Da können wir nachher wieder gucken, ob sie leuchtet, wie es leuchtet und wie sie sich bewegt. Posenroute, toll. Da hinten ist Kevins Posenroute. Naja, und dann haben wir noch uns heute überlegt, wir machen einen kleinen Seitenarm. Und hier so 10 Meter weiter haben wir nochmal zwei Angeln. Das ist Bastis, das ist Kevins. Da ist ein Baum und da angeln wir drunter unter dem Baum.
Und dann hier noch so ein bisschen hier vorne. Ihr seht, ich habe eine Jacke an. Wir haben, glaube ich, 5, vielleicht 7 Grad maximal. Heute Nacht soll es ja eventuell frieren. Scheiße. Naja. So, wir haben ja jetzt hier, ne, gesagt, jetzt 9 Uhr. Und ihr erinnert euch an letztes Mal, es gibt diese Angelzeit. Wir haben die ja letztes Mal aufgenommen, haben wir letztes Mal dokumentiert. Das habe ich noch, das Schieß zur Zeit. Hier ist der Kettel. Können wir hier wieder aufhängen, einfach damit wir wissen, immer wann die Zeit ist. Ich habe einen Tacker mitgebracht diesmal, damit wir das nicht so komisch aufhängen müssen. So, und jetzt tackern wir das hier oben fest. Da ist natürlich hier ein toter Ast auch. So, ist doch toll. Hier kommt das auch in diesen Ast rein. Ja, hält nicht. Cool, hat wieder nicht gehalten, aber ich meine, ihr kennt den Grind. So, wir wissen jetzt, es ist 9 Uhr. Ja, das, wir sind ungefähr hier jetzt gerade an der Stelle und wir werden jetzt hier uns auf die mit der Steigung M gleich 700 werden wir uns nach oben bewegen und dann wissen wir so die Zeit. Also stay tuned for all the thunder, for all the Walla. Ich habe eigentlich Lust mehr zu tackern. Und ihr wollt ja auch genauer wissen, was wir hier angeln. Und ich habe ja gesagt, ich habe diesen geilen Schießtacker dabei. Deswegen kann ich hier Sachen jetzt einfach markieren. Hier zum Beispiel, das ist ja die Route, die ist auf Grund. Das ist eine Route auf Grund und da ist der Wurm drauf. Kann man das markieren? Einfach hier. Macht das nicht zu Hause nach mit euren Routen, Kinder. Das ist ja die Route Wurm auf Grund. Ja? Und was wollen wir damit fangen? Zander. Und was wollen wir noch fangen? Genau, den Wels. Und was werden wir fangen? Hast du ja schon gesagt. Der Aal, na klar, der Aal. Ist doch toll, wenn ich kann mich hier einfach... Weißt du, deswegen würde ich euch vorschlagen, Leute, wenn ihr auch angeln geht, nehmt einfach so einen Schießtacker mit, dann könnt ihr immer markieren, was ihr so machen wollt, dann habt ihr einfach auch ein bisschen mehr Ordnung in eurer Natur. Ich meine, wir sind hier im absoluten Chaos, guckt euch das an, niemand weiß, wo hier was ist. Da ist doch so ein Schießtacker toll. Das ist der Schießtacker von 530 zu 8 mm. Jetzt kaufen. Hier vorne haben wir diese wunderschöne, weiß ich nicht, Holz. Und da kann man das auch markieren, dass man sieht, aha, hier ist Holz, dass man hier nicht runterfällt, hier ist die Kante, toll. Der Zettel sorgt auf jeden Fall dafür, dass ich mich hier viel sicherer fühle. Ja, ist toll, oder? Die Sicherheit, Kevin fühlt die Sicherheit. So, was können wir noch markieren? Hey, Leute, was können wir noch markieren? Morgen ist ja Vatertag, also ein Vatertag, Herrentag, Himmelfahrt, Jesus. Und dann können wir zum Beispiel auch sagen, ne, hier ist die Bar. Hier gibt es Bier. Manchmal klappt es auch nicht so gut. Hier steht noch ein Red Bull, wenn ich später wach werden möchte. Und man weiß ja nie, ob man später wach werden möchte. Das ist dann, wenn ich zu müde werde. Cool. Was habe ich denn hier? Ein Burrito. Was habe ich denn hier? Ein Burrito. Ja, ist vegan natürlich. Hier ist ja eigentlich keine tierischen Produkte. Lukas Vlogs. Vergesst nicht die Glocke zu abonnieren und auf Liken zu kommentieren. Lukas Vlogs. Also es war die fischärmste Nacht der Welt mal wieder. Wir können halt wirklich nicht angeln, ne? Also wir haben nicht einen Biss gehabt die ganze Nacht. Und es war so fucking kalt. Es sieht wenigstens geil aus, aber es ist richtig kalt. Und halt keinen Fisch. Was ist das für ein Geräusch? Da startet ein Flugzeug. Cool. Auch. Egal. Also ich glaube, also die anderen beiden schlafen gerade noch ein bisschen. Ich glaube, wir werden gleich einfach einpacken. Dann war es das auch schon wieder mit der Angelei. Ist doch nett. Und wenn ihr dabei sein wollt,
wie weiterhin nicht viel passiert und das aber ein bisschen dumm, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Lukas Vlogs, wenn es wieder heißt ja, ich habe kein Motto oder Slogan. Naja, vergesst nicht die Glocke zu abonnieren und einen Kommentar beim Gefällt mir Knopf zu hinterlassen. Und bis zum nächsten Mal.